Wenn du viele Bälle haben willst, dann ja, ist es schwer einfach. Ja. Und das ist auch die Kunst, glaube ich, in der Abwehr. Der zweite Wohnmobil-Schlag liegt hinter uns. Dieses Jahr war es noch ein bisschen aufregender als letztes Jahr, weil unsere Trainingsgruppe ein bisschen besseres Niveau hatte, so dass es für uns natürlich einfacher ist, aber zugleich auch eine Herausforderung, so das richtige Level zu finden. Es war wieder schön in Essen, das Wetter hat einigermaßen mitgespielt, ein bisschen windig war es. Das ist für uns nicht ganz so schlimm, für die Teilnehmer ist es ein bisschen anstrengender, aber im Ganzen sind wir super zufrieden mit dem zweiten Wohnbautag. Ja, ich denke, da kann ich mich nur anschließen und auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich wünsche mir, dass es nächstes Jahr mindestens genauso wird. Also das Trainingslager mit den beiden hat mir echt gut gefallen. Gerade für mich als Anfänger im Beachvolleyball ist es halt auch wichtig, dass man mal Tipps von den Profis bekommt, wie man vielleicht noch irgendetwas besser machen kann, ob in der Abwehr oder irgendwie beim Aufschlag, was da so für eine Technik und was da für eine Taktik hintersteckt. Und gerade so für mich, ich bin beim Beachvolleyball bisher nur Ballmädchen gewesen und habe den beiden, sag ich mal, bis vor 6, 7 Jahren noch den Ball zugeschmissen. Und dass ich halt heute die Chance bekomme, mit den beiden zu trainieren, hat mich echt sehr gefreut. Ja. Okay.